So, heute beschäftigen wir uns mit platonischen Körpern. Vielleicht ganz kurz, man versteht nur das, was ich ins Mikro sage, euch versteht man nur aus dem Off, okay? Deswegen wiederhole ich alles, was ihr sagt. Gut, platonische Körper. Was sind denn platonische Körper überhaupt? Was ist ein platonischer Körper? Los geht's. Speedy Gonzales. Ein Körper, der aus regelmäßigen Vielecken besteht. Sind damit alle einverstanden? F'. Sie müssen auch kongruent sein. Okay, die regelmäßigen Vielecke müssen alle kongruent sein. Es müssen alle die gleichen regelmäßigen Vielecke sein. Ne, Speedy, es könnte ja sein, dass man regelmäßige Dreiecke und regelmäßige Fünfecke miteinander kombinieren kann oder so zu einem Körper. Das wäre dann kein platonischer Körper. Dann wären wir bei den archimedischen Körpern. Okay, aber bei den platonischen Körpern müssen alle regelmäßigen Vielecke kongruent sein. So, welche gibt's? Welche platonischen Körper gibt's? Was ist der einfachste platonische Körper? Schlaubi. Der Tetraeder, genau. Ich habe hier ein Tetraeder mal mitgebracht. Ja? Wenn man die Kamera, Tetraeder. So, woraus besteht der Tetraeder? Dipsy? Aus drei kongruenten Dreiecken. Ah ja, genau, aus vier kongruenten Dreiecken. Ne? Also wenn man von oben schaut, ich probiere das mal so hier, wenn man von oben schaut, so, genau, sieht man drei Dreiecke und natürlich gibt es auf der Rückseite hier hinten noch ein weiteres Dreieck. Also vier kongruente Dreiecke. Okay. Also der erste ist der Tetraeder. Der besteht aus vier. Also der regelmäßige Tetraeder besteht aus vier gleichseitigen Dreiecken. So, der nächste. Positive Zero. Hexaeder oder Würfel, genau. Muss man eigentlich fast nicht zeigen, ne? Aber ich mach's trotzdem mal. So, das wäre auch ein platonischer Körper, genau. Woraus besteht der? Aus sechs Quadraten, genau. Weitere. Jokey. Oktaeder, woraus besteht der? Jetzt ist es sinnvoll, mal Latein in der Schule gehabt zu haben, ne? Woraus besteht der Oktaeder, ja? Aus acht kongruenten Dreiecken, genau. Also hier habe ich den Oktaeder mitgebracht, ne? Das sind, wenn man von oben schaut, vier gleichseitige Dreiecke, die aneinander anliegen. Und auf der Rückseite gibt es auch nochmal vier gleichseitige Dreiecke. Oktaeder. Alle, die die Rollenspiele machen, kennen das Ding als achtseitigen Würfel. Mal kurz drüber nachgedacht. Achtseitiger Würfel. Ist natürlich kein Würfel. Ist ein Oktaeder. Wobei Würfel, der Begriff Würfel in der Mathematik ja doppeldeutig ist. Ne? Also zum einen ist das hier ein Würfel, also der Körper Würfel. Und dann gibt es noch das Zufallsinstrument Würfel. Und bei achtseitigem Würfel oder bei 20-seitigem Würfel und so weiter ist natürlich immer das Zufallsinstrument gemeint und nicht der geometrische Körper Würfel. Okay, also hier Oktaeder sind acht gleichseitige Dreiecke. So, gibt es noch weitere platonische Körper? Dieter?
Der Dodekaeder, Dodeka, auch alle, die Latein hatten, 12, ne? Genau. Und jetzt haben wir zum ersten Mal Fünfecke. Hier sieht man es, ne? Fünfecke. Hier haben wir ein Fünfeck. Am Rand sehen wir fünf Fünfecke. Also hier vorne haben wir sechs Fünfecke. Und auf der Rückseite auch nochmal. Okay, 12 Fünfecke. Und zwar 12 regelmäßige Fünfecke. Ah, mal ein Fünfeck, ne? So, okay, wunderschön. So, und jetzt fehlt noch einer. Hi, RS. Hi, R. Simon. R. Simon ist da. Cool. Und X. Hantara ist auch da. Hallöchen. So, okay. Es fehlt noch einer. Mhm. Dipsy? Der Icosaeder, genau. Woraus besteht der Icosaeder? Aus 20 gleichseitigen Dreiecken. Genau. Ich habe vorhin 5 Minuten in der didaktischen Werkstatt damit zugebracht, ein Icosaeder zu finden, um dann einen Zettel zu... Du hast ein Icosaeder dabei? Ja, ein Icosaeder, wunderschön. Der 20-seitige Würfel, Rollenspieler? Ja, genau. Ich muss mal einen Satz von solchen Würfeln bestellen, aber größer wäre natürlich auch schön. Deswegen habe ich vorhin einen Zettel geschrieben, wir wollen es bitte mal beschaffen. Ja. Also hier sehen wir den Icosaeder. Kann sich jeder vorstellen, oder? Das sind 20 gleichseitige Dreiecke, die so aneinander liegen. Okay, wunderschön. Ich behalte noch mal kurz bei mir. Ja? So, 20 gleichseitige Dreiecke. Okay. Wie nennt man denn all diese Körper, also platonische Körper, genau, aber diese Fremdwörter hier, Tetraeder, Hexaeder, Oktaeder, Dodekaeder und so weiter, da gibt es einen allgemeineren Begriff. Kennt ihn jemand? Schlaubi? Polyeder, genau, was bedeutet Vielflächner. Ne? Also eine Figur, die aus mehreren Flächen besteht, eine geschlossene Figur, die aus mehreren Flächen besteht. Und die platonischen Körper sind konvexe Polyeder. Was bedeutet das nochmal? Ja. New York. Sie haben keine Delle. Sie sind nach außen gewölbt. Genau. Also es gibt keine Delle nach innen drin. Wenn ich zwei Punkte im Inneren eines konvexen Polyeders nehme und die verbinde, dann ist die Verbindungslinie auch immer komplett innerhalb des konvexen Polyeders. Wenn ich eine Delle hätte, dann könnte ich zwei Punkte nehmen, die sozusagen am Rande der Delle liegen und die verbinden mit einer Strecke und dann würde die Strecke nicht mehr komplett innerhalb des Polyeders. So. Also, konvexe Polyeder. Wenn ich zwei beliebige Punkte innerhalb des Polyeders nehme und die verbinde, ist auch die Verbindungsstrecke innerhalb des Polyeders. Okay. 5 konvexe Polyeder sind platonische Körper. Warum gibt es nicht mehr? Warum gibt es nur diese? Was habt ihr euch da überlegt? Also man könnte ja sagen, wir nehmen auch irgendwie gleichseitige Sechsecke oder gleichseitige 20-Ecke oder so und basteln große platonische Körper. Wenn das jemand versuchen wollte, wie könnten wir dem relativ eindringlich und klar kommunizieren, das wird niemals funktionieren? Was sind da eure Ideen zu gewesen? Positive Zero. Auch für eine Ecke immer drei Flächen, die sich Stopp, genau.
Also die erste Erkenntnis ist, die erste wichtige Erkenntnis, man braucht bei jeder Ecke mindestens drei Flächen, die sich treffen. Warum geht's nicht mit zwei? Also hier beim Tetraeder zum Beispiel, ne, da sieht man, da treffen sich mindestens drei Flächen. Da treffen sich genau drei Flächen natürlich, drei gleichseitige Dreiecke. Und auch beim Würfel ist das der Fall. Auch beim Würfel an jeder Ecke treffen drei Flächen aufeinander. Bei den anderen, na hier auch noch, ne, beim Dodekaeder treffen drei Fünfecke aufeinander. Und bei den anderen sind es mehr. Beim Oktaeder treffen vier Dreiecke aufeinander und beim Ikosaeder fünf Dreiecke. So. Warum müssen es mindestens drei sein? Was passiert denn, wenn an einer Ecke nur zwei Flächen aufeinander treffen? New York. Okay, wir bewegen uns in drei Dimensionen, also brauchen wir mindestens drei Flächen, um die drei Dimensionen abzudecken. Aber wenn ich jetzt zwei Flächen habe und die aneinander bastel, dann liegen die ja auch in drei Dimensionen. Kann ich da irgendwie drehen oder muss ich es immer noch? Ach, jetzt kommen wir dann auch an mich drauf schauen. Nee. Guck mal, wenn ich hier eine Fläche habe und hier eine Fläche aufeinandertreffen, dann habe ich auf jeden Fall mal zwei Dimensionen, die du halt jetzt hier auf dieser projizierten Fläche siehst. Aber da das Flächen sind, gehen die ja auf jeden Fall auch in die Tiefe. Ich bin auf jeden Fall in drei Dimensionen. Warum brauche ich drei Flächen an jeder Ecke? Was wäre, wenn ich nur zwei Flächen hätte? Schlaubi. Dann ist es ein Polygon und kein Polyeder. Nee, ein Polygon liegt immer in einer Ebene. Und wenn ich jetzt zwei Flächen habe, dann sind das ja, das bin ich auf jeden Fall in drei Dimensionen, positive Zero. Dann wäre es nicht geschlossen. Ne? Wenn ich eine Ecke habe, an der zwei Flächen aneinander stoßen, dann habe ich auf der Rückseite sozusagen an einer der drei Seiten ein Loch. Angenommen, bei diesem Würfel würden an dieser Ecke hier, ich muss ja mal gucken, immer andersrum bewegen als die Kamera, das ist immer irgendwie spiegelverkehrt, okay. Bei dieser Ecke hier, wenn da nur zwei Flächen aufeinander stoßen würden, also diese hier und diese, dann hätten wir hier ein Loch. Ne? Wenn diese und diese aufeinander stoßen, hätten wir hier ein Loch. So, also es geht nicht. Wir brauchen immer drei Flächen. Erste Erkenntnis. Okay, jetzt weiß ich immer noch nicht, warum es nur diese fünf platonischen Körper gibt. Wir sind auf dem Weg, dann es zu begründen. Wir brauchen mindestens drei Flächen. Außerdem, was muss noch gelten? Crew? Ja, wenn dann diese zwei Flächen quasi auf eine Ebene Platz drücken würden, haben wir festgestellt, dass die nie 260 Grad zusammenschieben würden. Also diese Ebenwinkel zusammen mit der Schrift. Nehmen wir mal den Tetraeder. Wenn ich jetzt diese Spitze hier betrachte, diese Ecke betrachte, ne? Und die drei Flächen hier. Wenn ich jetzt das platt drücke, so wie du sagst, ich falte es auf. Ne? Wie nennt man das, wenn man es aufgefaltet hat ins Zweidimensionale? Netz. Genau, ich bilde das Tetraedernetz. Ja? Wenn ich das auffalte, dann stelle ich fest, dass die drei Winkel, die an einer Ecke zusammenstoßen, zusammengenommen kleiner sind als 360 Grad. Wir können es ja gerade mal aufzeichnen, oder? Nehmen wir mal den Tetraeder und skizzieren das Tetraedernetz. Da habe ich hier ein gleichseitiges Dreieck, dann da ein gleichseitiges Dreieck und da ein gleichseitiges Dreieck. So. Ja, wenn ich die jetzt hier zusammenfalte, dann habe ich zumindest schon mal drei aneinander und dann brauche ich auf der Rückseite noch irgendeins, so, dass ich dann rumklappe. So, Tetraedernetz. Oder ihr könnt euch jetzt vorstellen, das hier ist der Boden und die drei Seiten, die klappe ich jetzt nach vorne auf. Okay, das ist eine schöne Übung, alles fürs räumliche Vorstellungsvermögen hier. So, aber hier an dieser Ecke hier, stoßen drei Winkel aneinander und die können nicht zusammen 360 Grad geben. Warum nicht? Die müssen kleiner sein als 360 Grad in der Summe. Warum? Positive Zero?
Sonst wäre das keine Ecke, sondern eine Fläche. Ich muss ja, um jetzt aus diesem Netz hier den Körper basteln zu können, kann man sich ja vorstellen, ich schneide das hier aus der Tafel und dann muss ich ja falten können. Das heißt, um an dieser Stelle hier falten zu können, brauche ich eine Lücke, ein Loch in dem 360-Grad-Winkel, um das nach hinten falten zu können oder nach vorne falten zu können. Das heißt, die Innenwinkel der regelmäßigen Vielecke, die an einer Ecke zusammenkommen, müssen in der Summe kleiner sein als 360 Grad. Okay. Jetzt können wir begründen, warum es nur diese platonischen Körper geben kann. Nämlich wie? Zero? Ich kürze dich mal mit Zero ab, okay? Ja. Kann keinen platonischen Körper mit einem Sechseck geben, weil die Innenwinkel, also die einzelnen Innenwinkel vom Sechseck sind 120 Grad. Und wenn ich drei Seiten habe, hätte ich dann schon 360 Grad. Sehr gute Überlegung. Wenn ich ein Sechseck habe, also wir haben jetzt hier nur Dreiecke regelmäßige, Vierecke und Fünfecke. Wenn ich jetzt ein regelmäßiges Sechseck hätte, müssen wir hinten hin. Das soll regelmäßig sein, das ist ein Achteck. Scheiße. Regelmäßiges Sechseck. So, okay. Wie groß ist ein Innenwinkel im Sechseck? Im regelmäßigen Sechseck? Hast schon gesagt, 120 Grad. Warum ist das so? Wie kommt ihr da drauf, dass das 120 Grad sein müssen? Ja? Die Innenwinkelsumme vom Sechseck ist 6 minus 2 mal 180 Grad. Ne? Das heißt 720 Grad. 4 mal 180. Ja. Also die Innenwinkelsumme sind 720 Grad und es gibt 6 Winkel, also ist ein Innenwinkel 720 Grad durch 6, also 120 Grad. So. Wenn ich jetzt mindestens drei Flächen brauche an einer Ecke und jeder Winkel an der Ecke hat 120 Grad, bin ich bei insgesamt 360 Grad in der Summe. Das heißt, ich kann da nicht mehr falten. Wenn ich jetzt drei Sechsecke aneinander lege, kann man hier ja machen. So, hätte ich hier 3 mal 120 Grad und ich kann jetzt hier aber nicht mehr dieses Netz nehmen und zu einem Körper falten, weil keine Lücke mehr da ist. Deswegen kann ich mit regelmäßigen Sechsecken die Ebene parkettieren, weil hier genau die Summe 360 Grad entsteht. Ich kann jetzt beliebig viele Sechsecke aneinander legen und ohne Lücke die Ebene parkettieren, ich kann aber keinen Körper daraus basteln. Also mit sechs Ecken geht es nicht, also aber mit sieben Ecken, oder? New York. Bei einem Siebeneck, wie groß ist der Innenwinkel vom Siebeneck? Was Krummes. Sehr gut. 5 mal 180 Grad, ne? Ist 900 Grad, genau. 900 Grad durch 7, was kommt da raus? Ungefähr, ja. 128 Grad? Das kann nicht sein, ne? Ja, ja, genau. Also nicht. Also, ja, okay, ungefähr. Ja, ja. Okay. 128 Grad, irgendwie sowas, ne?
Genau, mit irgendwas hinterm Komma. Genau. So. Achteck. Was passiert jetzt, wenn ich die Anzahl der Ecken immer erhöhe mit dem Innenwinkel? Ja? Der wird immer größer, weil natürlich ich der wird immer stumpfer sozusagen, ne? Bei den, je größer die Anzahl der Ecken wird, im Vieleck, wird der Innenwinkel immer stumpfer und der Wert wird immer größer. Wenn dann drei davon aufeinander stoßen und jeder Innenwinkel größer ist als 120 Grad, wie groß ist dann die Summe von drei Winkeln, wenn sie aneinander stoßen? Wir brauchen ja mindestens drei. Größer als 360 Grad. Okay, also schon doof. Gut, geht nicht mit 6 Ecken, 7 Ecken, 8 Ecken, mit n Ecken größer gleich 6. Funktioniert das nicht. Gut, also wir können nur Dreiecke, Vierecke und Fünfecke regelmäßig aneinander legen, um platonische Körper zu bilden. Warum gibt es nur diese fünf? Gru. Wenn dann drei Flächen aneinander liegen, aber jetzt können wir ja mal davon ausgehen, dass wir vier Flächen haben, die aneinander liegen, oder stellen wir fest, dass das bei den Dreiecken noch funktioniert, weil wir da die Innenwinkel von 60 Grad haben, 4 mal 60 Grad, wir haben dann noch 240 Grad, und das wäre dann noch kleiner wie 360 Grad, aber bei den Vierecken, also bei dem Quadrat, wird dann schon nicht mehr gehen, weil wir dann 4 mal 90 Grad haben, was dann die 260 Grad. Okay, vollkommen, genau. Vielleicht ganz kurz, online wird schon bemängelt, dass es gerundet 129 Grad sein müssten. Okay, von mir aus. Genau. Also wir haben hier beim Tetraeder stoßen drei Dreiecke aufeinander, beim Würfel drei Vierecke, beim Dodekaeder drei Fünfecke an jeder Ecke. Ne? Das ist ja die Gesamtanzahl hier. Beim Würfel, genau, haben wir gesagt, drei Vierecke. Wenn wir jetzt von den Dreiecken ausgehen, du hast ja mit den Dreiecken begonnen, ne? Bei den Dreiecken, wenn drei Dreiecke aneinander stoßen, habe ich den Tetraeder. Und die Winkelsumme der drei Dreiecke, die aneinander stoßen, beträgt 180 Grad. 180 Grad, ne? Ein Winkel sind 60 Grad. Also wir haben hier 3 mal 60 Grad. 180 Grad an jeder Ecke. So, hier haben wir 3 mal 90 Grad beim Quadrat, ne, sind 270 Grad, die aneinander stoßen an einer Ecke. Und beim Fünfeck haben wir vorhin gesagt, nee, haben wir nicht gesagt, wie groß ist der Innenwinkel beim Fünfeck? 108 Grad, genau. Beim Fünfeck haben wir 3 mal 108 Grad. Auf was kommen wir da? 324, ne? Die aneinanderstoßen. Also die Winkelsumme der drei aneinanderstoßenden Winkel an einer Ecke beträgt 324 Grad. Gut. Mit dem Dreieck können wir offensichtlich noch mehr Flächen aneinanderstoßen lassen. Bei dem Oktaeder stoßen vier Dreiecke an einer Ecke aneinander. Was haben wir da für eine Winkelsumme? Dieter? Genau. 4 mal 60 Grad sind 240 Grad, ist auch kleiner als 360 Grad. Und beim Icosaeder stoßen fünf Dreiecke aneinander. Da haben wir 300 Grad. 5 mal 60 Grad sind 300 Grad. So. Warum können nicht sechs Dreiecke aneinander stoßen? Dann wären wir bei 360 Grad, können wir nicht mehr falten. Warum können nicht vier Quadrate aneinander stoßen? Wären wir bei 360 Grad, könnten wir nicht falten. Warum können wir nicht vier Fünfecke aneinander stoßen lassen? Wären wir über 360 Grad. So. Also durch die Bedingungen, wir brauchen mindestens drei
Flächen an einer Ecke. Und die Winkelsumme der Winkel, die an einer Ecke zusammenstoßen, muss kleiner sein als 360 Grad. Gibt es nicht mehr Möglichkeiten als diese fünf? Yes. Springer. Ja, ich würde gerne nochmal warum nicht 16 hier zum Beispiel. Bitte? Warum nicht 16 Dreiecke? Warum nicht 16 Dreiecke? Gute Frage. Also wir nehmen immer fünf Dreiecke aneinander an einer Ecke. Okay. Aber machen statt 20 16. Könnte sein, dass es funktioniert. Es wird, also hat jemand ein Argument, warum das nicht geht? Also warum es dann auch unbedingt 20 hier sein müssen? Oder warum müssen es hier 12 sein und nicht 10 oder so? Torti? Also ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht sind dann an einer Ecke mehr als, also an einer Ecke vielleicht mehr als 180 Grad, mehr als 360 Grad dann zusammen. Ja, wir wollen aber, wir sagen, wir nehmen jetzt hier zum Beispiel, keine Ahnung, fünf Ecke, wir machen immer nur maximal drei Fünfecke an einer Ecke, nehmen aber nicht 12, sondern 10 davon. Und basteln die irgendwie anders zusammen? Kann das funktionieren? Springer? Mhm. Es stoßen immer drei aneinander, also brauche ich ein Vielfaches von drei. Wir haben... Hier stoßen auch drei Ecken, Flächen aneinander. Beim Tetraeder. Aber kein Vielfaches von 3. Wir können es uns gleich überlegen, wenn wir... Die, also es ist klar, es entstehen Lücken, es fehlen Flächen. Warum fehlen Flächen? Das können wir uns mit einer Regelmäßigkeit erklären, die wir gleich beweisen werden. Das, was noch sozusagen in der Aufgabe als nächstes gefordert wird. Es gibt nämlich einen Zusammenhang zwischen der Anzahl der Ecken, Kanten und Flächen in den Polyedern, der immer erfüllt sein muss. Und wenn wir weniger Flächen hätten, wäre dieser Zusammenhang nicht mehr erfüllt. Okay, schauen wir uns das mal an. Ich wische gerade mal ein Stück die Tafel hier.